Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mal dabei bist. Heute nochmal mit dem Thema der Alltagsstifte. Ich hatte kürzlich erst ein Video hier auf diesem Kanal hochgeladen, in welchem es um eben dieses Thema ging. Seinerzeit noch mit langanhaltenden Alltagsstiften. Und dort wurde, ich gebe zu Recht einmal kommentiert und angemerkt, dass die Düfte, ich glaube, durch die Bank weg relativ kostenintensiv waren und darüber hinaus teilweise zumindest nicht ganz einfach zu bekommen sind. Und ja, das kommt durchaus hin. Und so habe ich mir gedacht, nehme ich einfach noch einmal ein weiteres Video auf zum Thema Alltagsdüfte, lasse das langanhaltend zumindest ein bisschen weg. Die Düfte, die ich dir zeige, sind nicht schwach, aber es sind nicht durchweg die extrem langanhaltendsten Alltagsdüfte, die ich dir zeigen werde. Aber dafür werde ich dir Düfte zeigen, die du ohne weiteres überall bekommst. Ein Nischenduft ist dabei, das muss ich einmal so handhaben, das geht hier nicht anders. Aber der ist für den Alltag sehr gut geeignet, komme ich nachher darauf zu sprechen, ganz klare Sache. Aber sonst sind das hier alles Düfte, die ich dir zeige, die von sehr günstig bis Mittelmaß reichen, ebenso dieses normale Designerniveau, aber halt Düfte, die dich nicht um den Verstand bringen im Sinne des Kostenpunktes und welche du, ja, wie ich schon sagte, überall findest. Lass uns einmal reinstarten. Ich wollte dir eigentlich ursprünglich aus dem Hause Gaulard den Le Instant zeigen, welchen ich zumindest als Abfüllung schon eine gewisse Zeit hier bei mir liegen habe, über einen gewissen Zeitraum nicht wirklich spannend fand, aber das hat sich mittlerweile geändert. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich finde ihn richtig, richtig toll. Problem ist, ich weiß nicht, welche Parfümkonzentration ich habe, das Eau de Toilette oder das Eau de Parfum. Und bevor ich dir irgendetwas vom toten Fisch erzähle, zeige ich dir stattdessen den Gaulard L'Homme Ideal, und zwar das Eau de Parfum. Obwohl ich zugegebenerweise das Eau de Toilette in der Eröffnung ein bisschen spannender und ein bisschen vielschichtiger finde, hat das Eau de Toilette ein Problem, nämlich die Haltbarkeit und den relativ schwachen und uninspirierten Duftverlauf. Deswegen zeige ich dir hier das Eau de Parfum. Ist so gesehen in allen Belangen besser, hält länger, wirkt über den gesamten Dufteindruck hinweg kreativer, bringt dir sehr, sehr viele Komplimente, kommt extrem gut an. Und was für dieses Video hier natürlich der wichtige und ausschlaggebende Punkt ist: dieser Duft ist relativ preiswert zu haben, zumindest im Vergleich zu teuren Nischendüften. Du bist hier bei den 50 ml, ich sag mal ganz grob, irgendwo zwischen 60 und 80 Euro, was für einen Duft aus dem Hause Gaulard mit seinen Eigenschaften sehr, sehr fair ist, wie ich finde. Du bekommst einen Duft, welcher in irgendeiner Art und Weise nach Kirsche riecht, obwohl die Kirsche hier nicht offiziell angegeben ist, aber du wirst merken, hier riechen wir Kirsche. Wir riechen überdies Mandel, wir riechen eine gewisse Vanille und wir haben eine ganz, ganz feine, dezente Ledernote, um hier das gewisse Etwas in diesen Duft mit hineinzubringen. Kurzum, kreativer Duft, etwas auf der süßen, verführerischen Seite angelegt, trotzdem ein Parfum, welches ich dir auch an den Sommertagen empfehle, von welchem ich der Meinung bin, er funktioniert immer und überall, egal ob es kalt draußen ist oder warm. Von dem her, probier den einfach mal aus. Gaulard L'Homme Ideal Eau de Parfum. Als nächstes habe ich dir rausgesucht aus dem Hause Hermès den Terre de Hermès, und zwar das Eau de Toilette. Und das ist ein Duft, bei dem es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer fällt, ihn dir zu beschreiben. Zumindest sinnvoll zu beschreiben. Er hat auf jeden Fall eine ordentliche Orangennote. Er startet relativ frisch, ist aber durchweg ein durchaus maskuliner Duft. Das merkt man. Zeitweise erinnert er mich ein bisschen an nassen Asphalt, also einen Sommertag. Es ist richtig heiß und dann regnet es. So im Entferntesten entwickelt er sich zeitweilig, zumindest auf meiner Haut und meiner Wahrnehmung nach. Das klingt ein bisschen unspektakulär, klingt nicht so toll, ist aber tatsächlich sehr, sehr schön umgesetzt und funktioniert ebenso an absolut jedem Tag. Ich muss sagen, das ist kein Duft für die zu jüngere Generation unter uns, unter euch, wie auch immer. Also ich würde hier sagen, je nachdem, wie du charakterlich und körperlich ausgebildet bist, ja, du weißt Bescheid,
25 plus eventuell, je nachdem. Ne? Es soll ja auch schon 15-Jährige mit Vollbart geben, allem drum und dran. Aber hier muss man eben schauen, denn der ist schon ein bisschen kerniger, möchte man sagen. Sonst ein toller Duft. Haltbarkeit ist auch völlig in Ordnung. Von dem her, falls du den noch nicht kennen solltest, ja, sehr bekannt, zugegeben, ausprobieren. Terre d'Hermès, das Eau de Toilette. Dann zeige ich dir einmal den erwähnten Nischenduft aus dem Hause Parfum de Marly, den Calane. Das ist zugegebenerweise nicht unbedingt der bekannteste Duft aus dem Hause Parfum de Marly, nicht der beliebteste, das ist nicht der Duft, welcher in der ersten Reihe immer steht und sofort erwähnt wird als der Duft, der dir alles ermöglichen kann oder möglich macht, aber ich finde, dieser Duft ist mehr als grundsolider. Er hat eine schöne Mischung, wie ich finde, aus einer gewissen frischen Fruchtigkeit aus der Grapefruit zu Anfang, einer leichten Holzigkeit, einer ganz leichten Art der Verspieltheit und einer cremigen, ganz leichten, verführerischen Süße eben. Und dazu dieses ganz, ganz leichte, süßliche, sehr schwer definierbare Flimmern, welches wir bereits vom Maison Francis Courjean Baccarat Rouge kennen, das aber hier nur ganz, ganz leicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich schon die leichte Holzigkeit erwähnt im Duft? Falls nicht, dann möchte ich das hiermit einmal getan haben. Und nicht viel mehr ist es, was ich zu diesem Duft sagen kann. Haltbarkeit, Projektion, tja, alltagstauglich, ne? Was soll ich da sagen? Ein Kumpel von mir, als er noch in einem Callcenter gearbeitet hat, in welchem er mit dem männlichen Geschlecht unterrepräsentiert war, um es mal so auszudrücken, hat mir erzählt, als er diesen Duft getragen hat, wurde er des Öfteren angesprochen, eben genau auf dieses Parfum. Positiv angesprochen und hat seinerzeit einige Komplimente einsammeln können. Deswegen das einmal im Hinterkopf behalten, falls man diesen Duft zu früh abstempeln möchte und in irgendwelche Regale stellen möchte, in welche er eventuell nicht gehört. Den sollte man nicht unterschätzen. Parfum de Marly Calane. Dann möchte ich dir noch zeigen einen bunten Hund der Parfumwelt. Versace Dylan Blue. Ich denke, hierzu muss ich nicht allzu viel sagen. Er riecht im Grunde genommen mehr oder weniger so, wie er aussieht. Frisch, blau, Duschgel auf eine sehr, sehr gute und edle Art und Weise. Dazu eine leichte Weihrauchnote, welche diesem Duft das gewisse Etwas verleiht. Aber in erster Linie frisch, sauber, Duschgel aufgeräumt mit diesem, ja, leichtem Hauch des gewissen Etwas. Mehr ist es nicht, du weißt Bescheid. Versace Dylan Blue. Dann möchte ich dir noch zeigen den Rochas Eau de Parfum aus dem Hause Moustache. Ich denke, auch hier muss man nicht allzu viel dazu sagen. Ich meine, dieser Duft heißt frei übersetzt Schnurrbart. Davon kann man halten, was man möchte. Ein, wie ich finde, eleganter, süßer, verführerischer Duft, welcher in großen Teilen alles abdeckt, was man von einem Duft seines Spektrums erwarten möchte. Eine gewisse Frische, eine gewisse Mandarine, eine gewisse Würzigkeit, eine gewisse Süße, Schrägstrich Harzigkeit, ein bisschen verspielt, ein bisschen tief und nachdenklich. Im Grunde genommen alles dabei, was man braucht. Bei einer Haltbarkeit, die ich als okay empfinde. Das ist kein Monster. Dieser Duft wird dich nicht über weite Teile des Tages hinweg begleiten können. Aber er ist vergleichsweise doch günstig zu haben, teilweise im Angebot und mit Rabatten. Dann kann man ihn durchaus, das sind meiner Meinung nach 75 ml, für um die 30 Euro bekommen. Und dort finde ich es vollkommen okay, wenn man ihn dann einmal am Tag, vielleicht auch zweimal nachsprüht, je nachdem, wie intensiv du dein Dufterlebnis ausleben möchtest. Ja, von dem her, Rochas Moustache gerne einmal ausprobieren. Dann möchte ich dir noch zeigen aus dem Hause Armani den Code Absolu Gold. Hier musst du für dich selber mal die Geschmacksentscheidung treffen, ob du diesen hier haben möchtest, den Gold oder den Absolu in dem Sinne. Der Absolu hat meines Erachtens nach eine schwarze Kappe, meine ich. Spreche hier einmal über diesen Duft. Wir erkennen die übliche Armani Code DNA wieder.
haben hier das Ganze deutlich süßer. Es ist nicht süß per se in dem Sinne, sondern einfach süßer, verführerischer, eine gewisse Ecke verspielter, mit ein paar Gewürzen oben aufgesetzt und einer leicht präsenteren Ledernote. Das ist auch alles. Haben wir beim normalen Armani Code einfach diesen, ja, Stino Alltagsduft, nicht zu auffällig, nicht zu aufdringlich, einfach gefallen, abliefern. Ein bisschen so die graue Eminenz, die so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Die grauen Eminenzen möchten gern unter dem Radar fliegen. Der Armani Code als graue Eminenz möchte das eventuell nicht unbedingt, aber er schafft es halt einfach nicht so sehr in die Sichtbarkeit zu geraten, rein von seinem Dufteindruck her. Das hat man mit diesem Duft hier einmal geschafft, quasi Abhilfe geschaffen. Wie schon gesagt, ein bisschen mehr süß, ein bisschen verführerischer, schrägstrich verspielter, funktioniert aber trotzdem auch noch eventuell für dich in deinem Büroalltag. Komplimente, Magnet auf jeden Fall, kommt gut an, fällt auf jeden Fall auf, wie ich eben schon sagte, von dem wir gerne mal ausprobieren. Armani Code Gold Absolu hier in dem Fall. Geschmackfrage, ob du den bevorzugst oder den anderen. Und zum Schluss aus dem Hause Boucheron, den Jaipur Pur. Das ist ein Duft, der, wie ich zumindest finde und wahrnehme und aus meiner Sicht der Dinge nach einschätze, für das, was er kann, für das, was er in der Lage ist abzuliefern, immer noch recht stark unterrepräsentiert ist in der Parfumwelt. Wir haben hier einen Duft, zu Teilen in der Fougeren-Welt beheimatet. Das schließt natürlich ein, dass er ein bisschen in das Barbershop-Thema hineinlehnt. Dazu bringt er aber einen gewissen orientalischen Eindruck mit sich. Eine wunderbar warm, cremige Art und Weise des Duftverlaufes, einen wunderbar eingearbeiteten Zimt und nicht viel mehr ist es. Das Fougère-Duftthema, Barbershop, ja, frisch, frisch rasiert, ganz leicht herb, maskulin, dazu warm, cremig mit einem orientalischen, zimtigen Einschlag, welcher richtig, richtig gut ankommt. Was hier in diesem Duft auch sehr, sehr gut funktioniert, das klingt auf dem ersten Blick, das ist natürlich jetzt komplette Katastrophe. Das hört sich nicht sehr passend an, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe hier, das muss ich noch sagen, das Eau de Parfum. Ich meine, den gibt es auch als Eau de Toilette. Hol dir das Eau de Parfum. Boucheron Jaipur Pur Homme. Und damit bin ich dann auch durch für dieses Video. Ich hoffe, für dich war ein bisschen was dabei. Ich hoffe, das war ja des Alltags würdig und habe damit der ganzen Sache Genüge getan. Ich danke dir wie immer sehr fürs Zuschauen. Wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.